Folgende vier Faktoren werden bei jedem Kindersitztest geprüft. Der ÖAMTC selbst prüft die Ergonomie sowie die Bedienung der Kindersitze. Der Schadstoffgehalt sowie die Sicherheit werden von ÖAMTC-Partnern untersucht. Ja, die Sicherheitsuntersuchungen werden von unserem deutschen Partnerclub, dem ADAC, durchgeführt. Mit 64 Stundenkilometer wird hier ein Schlitten gegen eine Barriere geschleudert und der Kindersitz muss die gleichen Belastungen aushalten wie Fahrzeugkomponenten auch. Es darf nichts brechen, die Gurte müssen halten und es sitzen hier Dummies mit Messsensoren drinnen und die Werte, die diese Sensoren aufzeigen, dürfen nicht im lebensgefährlichen Bereich liegen. Kindersitze müssen außerdem schadstofffrei sein. In der Nähe von Kindern haben Substanzen, die im Verdacht stehen, eine krebserregende oder das Erbgut schädigende Wirkung zu haben, nichts verloren. Seit einigen Jahren prüfen wir auch Schadstoffe in jenen Komponenten des Kindersitzes, wo das Kind hingreifen kann. Das ist in der Regel der Bezugsstoff. Dort greifen sie hin, stecken sich nachher vielleicht die Finger in den Mund. Wenn wir solche Substanzen im Bezugsstoff entdecken, das wird durch ein Speziallabor untersucht, dann wird das Ergebnis auf nicht genügend abgewertet, egal wie gut der Kindersitz sonst im Crash oder auch in der Ergonomie gewesen wäre. Wie einfach und richtig sich Kindersitze bedienen lassen, wird vom ÖAMTC selbst geprüft. Passt die Ergonomie nicht, dann merkt man das sofort an dem Feedback der kleinen Testpersonen. Also die Auflage der Beine am Sitz ist eines der wichtigsten Kriterien, das wir prüfen in der Ergonomieuntersuchung. Bei vorwärtsgerichteten Sitzen ist es oft das Problem, dass die Sitzauflage zu kurz ist und dann der Druck auf den Oberschenkel zu groß wird. Und bei rückwärtsgerichteten Sitzen ist das Problem, dass die Beine der Kinder oft zu stark abgewinkelt werden. Und je nachdem, was für ein Gewand sie dann tragen, kann das zu Durchblutungsstörungen, jedenfalls zu Komfortverlust kommen. Außerdem wird der Platzbedarf des Kindersitzes überprüft. Wie weit der Beifahrersitz für die Montage nach vorne geschoben werden muss, beeinflusst den Fahrkomfort der anderen Insassen. In der Fehlbedienungsuntersuchung legen wir Wert darauf, dass Indikatoren, wenn es sie gibt, auch wirklich korrekt anzeigen. Sehr viele Stützfüße verfügen über grün und rote Markierungen. Wenn der Stützfuß am Boden ankommt, dann soll eben die grüne Markierung aufleuchten oder angezeigt werden. Sehr oft ist es aber so, dass diese grüne Markierung schon anzeigt, bevor der Stützfuß überhaupt noch am Boden ist. Und wir prüfen hier, ob ein Sitz, wenn es klickt, auch wirklich fest verankert ist mit dem ISOFIX. Oder ein richtiges Problem, das wir immer wieder haben bei Hosenträgergurten, sind die richtig gespannt, wenn irgendwelche Indikatoren das anzeigen. Sehr oft kriege ich eine ganze Faust zwischen dem Oberkörper und dem Hosenträgergurt und das ist zu lose. Wie sicher ein Kindersitz ist, hängt auch damit zusammen, wie das Kind oder der Dummy angeschnallt werden können. Die richtige Höhe von Sitz und Gurt ist entscheidend. Der Schultergurt soll genau übers Schlüsselbein verlaufen, dann kann man davon ausgehen, dass auch bei einem Unfall der Gurt richtig positioniert ist. Dann sollte er über den gesamten Oberkörper möglichst gleichmäßig anliegen, da gibt es immer wieder Probleme. Und der Beckengurtabschnitt, der muss wirklich am Becken oder besser sogar noch an den Oberschenkeln des Kindes anliegen. Er darf auf keinen Fall am Bauch verlaufen. Das kommt immer wieder vor bei verschiedenen Produkten. Das würde im Ernstfall zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Dieses Risiko prüfen wir hier. Die Note hat einen gewaltigen Einfluss auf das Endergebnis, führt immer wieder zu Abwertungen und das beeinflusst dann hoffentlich die Kaufentscheidung des Konsumenten. Ein guter Kindersitz muss ganz einfach eingebaut werden können, ohne die Bedienungsanleitung lesen zu müssen und den Sicherheitsstandards entsprechen. Und da nicht jedes Kind in jeden Sitz passt und sich das Kind wohlfühlen muss, am besten die Kleinen zur Anprobe mitnehmen. Zum Beispiel in einen ÖAMTC-Shop.